Es wird ruhiger und leiser beim Stadtbauhof der Barlachstadt Güstrow. Denn der neue Mitarbeiter, ein E-Mobil der Marke Street Scooter, wird sich fortan nahezu geräuschlos und emissionsfrei durch Güstrows Straßen bewegen. Im Rahmen der Übergabe erklärte der Bereichsleiter des Rostocker Unternehmens FSN, Michael Wagentin, die Vorteile und Funktionsweise des neuen Weggefährten. Frank Mende, technischer Leiter des Stadtbauhofes, war von Anfang an von der Anschaffung eines E-Mobiles überzeugt. Wir haben uns bei der Ausschreibung für das Nachfolgefahrzeug von der alten Presse Gedanken gemacht, ja, wie können wir das umweltfreundlich mal auf den Weg bringen. So, und wir haben dann mit der Firma FSN in Rostock einen Partner gefunden, der uns ein E-Fahrzeug angeboten hat. Und wir wollen es eigentlich mal in der Testphase jetzt für uns ausprobieren. Zukunftsträchtig oder müssen wir irgendwann sagen, war vielleicht ein kleiner Fehler. Aber ich denke mal, als erstes Fahrzeug hier in MV in dieser Form können wir eigentlich auch stolz sein, das hier bei uns in Güstrow mal zu probieren. Ausprobieren bedeutet in diesem Fall, dass die Kollegen Ralf Hemke und Dieter Hahn fortan mit dem neuen Akkuflitzer die Mülleimer im Bereich des Stadtzentrums leeren werden. Immerhin passen gut 400 Kilogramm Müll in die Aufladungsfläche, die dann ebenfalls per Akkuleistung fachgerecht in die Standcontainer auf dem Bauhofgelände abgeladen werden können. Mit einer Reichweite von bis zu 200 Kilometern sollten auch alle Mülleimer gut angefahren werden können. Über Nacht, wenn die Bauhofmitarbeiter längst im Feierabendmodus sind und Kraft für den neuen Arbeitstag tanken, lädt auch das E-Mobil leise seinen Akku auf und startet ebenso energiegeladen in seinen neuen Arbeitstag.